Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiwis Stricklust. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ja, ich bin die Kiwi und das ist hier mein Stricktagebuch. Ich zeige dir, woran ich so die letzten Tage gestrickt oder gehäkelt habe und ja, berichte einfach ja, über meine Leidenschaft, das Handarbeiten im Großen und Ganzen. Heute nur Gestricktes, also wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Nimm dir einen kleinen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer für ein Getränk. Ich habe mir natürlich wieder eine Tasse Kaffee gemacht, denn ich bin ja ein bekennender Kaffee-Junkie. Noch ein bisschen heiß, ich habe ihn gerade aufgebrüht, aber der wird im Laufe der Zeit schon abkühlen. Genau. Ich habe heute ein fertiges Objekt, was ich beim letzten Mal fast fertig hatte, zu zeigen. Eins, an dem habe ich ein paar Runden weiter gestrickt und zwei Sachen, die sind ganz neu auf der Nadel. Die kennt ihr noch nicht. Und dann habe ich noch eine Buchvorstellung. Also die schiebe ich aber zum Schluss ran, weil das nicht alle interessiert. Ja, obwohl es ein wirklich sehr schönes Buch ist, was mir der Stiebner Verlag da als Rezensionsexemplar zukommen lassen hat. Ich werde mal beginnen und zwar mit meinem fertigen Objekt. Ja, ein bisschen andere Location. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt, weil hier hinter ist unsere Weihnachtsecke. Da hier die Wand, da ist eine Tür und der Sessel lässt sich nachher in der Weihnachtszeit besser zurechtschicken, schieben. Außerdem kann ich da nachher auch gut auf den Fernseher gucken, sodass ich in der Winterzeit eigentlich meistens hier sitze. Also ich bin auch nicht das erste Mal hier in der Ecke, aber ich werde jetzt eine Weile hier bleiben. Genau. Nur, ich will mich ja nicht entschuldigen, einfach nur, damit ihr Bescheid wisst. Also, wir sind im gleichen Zimmer, bloß in einer anderen Ecke. Jetzt geht's um das Close-to-You-Tuch. Das habe ich in der letzten Woche ja fertig gestrickt. Also, da war ich beim letzten Zacken und dann hatte ich mich ja entscheiden müssen, wie ich abkette und ich habe mich für den Picot-Rand entschieden und das ist wirklich ein richtig schönes, großes. Also, ich habe es noch nicht gespannt, wenn ich das spanne. Also, ich habe jetzt schon, ich bin 1,67. Es ist jetzt, kann man sagen, ungespannt 1,67 von Zippel zu Zippel. Und wenn ich das jetzt nochmal richtig ausspanne, dann komme ich bestimmt auf meine 1,80. Aber wie gesagt, so doll muss es nicht in der Länge sein. Für meine Begriffe reicht's. Ich gucke bloß nochmal nach der Tiefe. Nicht Zoll, sondern umdrehen. Ja, ungespannt sind's knapp 30. Siehe unten, hat meine Arbeitskollegin immer gesagt. 30 cm tief und wie gesagt im Moment so 1,70 lang. Ich schüssel es mir mal um. Ich finde, die Zippel sind auch lang genug. Also wie gesagt, ich hatte ja einen Strang mit, glaube ich, 425 Meter, also ganz normale Sockenwolle und habe noch einen Rest übrig. Aber für mich, wie gesagt, war die Länge so, wie sie in der Anleitung war mit den 19 Zacken, vollkommen ausreichend. Und das ist ja die schöne Färbung, die mir die Cynthia von Outdoor-Maschen geschenkt hat. Und da habe ich jetzt ein ganz tolles Tuch, was mich dann immer so an Cynthia und ja, an unseren Kontakt, Freundschaft kann man ja nicht so sagen, aber an unseren Kontakt erinnert und ja, ist eine richtig schöne Herbstfärbung. Ein tolles Orange mit allen möglichen Farben drinne. Also ich mag's und
freue mich, dass es jetzt so langsam und allmählich draußen kälter wird und ich das Tuch gut und gerne tragen kann. Dann habe ich an meinem Colorwork-Pullover weiter gestrickt, aber nicht allzu viel. Wo ist der Maschenmarkierer hier? Also es sind bloß 4 Runden, die ich gestrickt habe, weiter. Und da ist ja das Garn, was ich verwende, bei mir aus dem Shop. Für alle die, die jetzt neu dazugekommen sind, ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier hat sich was verdüdelt. Nicht, dass ich hier was runterreiße. Das stricke ich ja aus Holzgarn und ich drehe es mal um, damit ihr dann beides seht. Und zwar ist das ja die Tides. Das ist dieses schöne Forestgrün, was ich total toll und gut finde. Und ich halte die beiden ja zusammen. Und das ist immer noch das zweite Paar. Also sprich, ich stricke die ja doppelt. Das hatte ich im letzten Mal schon gesagt. Ich stricke ja doppelt. Normalerweise sind hier 50 Gramm drauf. Und ich stricke ja doppelt, also bleibt die Lauflänge von 287 Metern die gleiche, nur dass sich der Faden eben halt verdoppelt. Und wenn ich einfädig gestrickt hätte, dann hätte ich jetzt auch erst 50 Gramm von dem Grün drinne und die zweiten 50 Gramm, wenn ich einfädig gestrickt hätte, würde ich erst angefangen haben. Es ist auch nicht allzu viel. Wie gesagt, ein paar Maschen habe ich jetzt verloren, das stört aber nicht. Ich wollte ja nur zeigen, also hier, also kurz hinterm Colorwork, bis dahin hat das erste, also die ersten zwei 50 Gramm Knäule gereicht und ich, wie gesagt, stricke ja jetzt an dem zweiten. Lochfraß ist schon zu sehen, das sind ja so eine Keks und die bekommt ihr ja auch bei mir, wie gesagt, im Shop und da kann man wahnsinnig tolle Sachen draus stricken. So, das war das. Jetzt habe ich eine Sache, die ich gerade erst am Wochenende gestartet habe. Da bin ich aber auch schon wieder eine ganze Ecke. Nee, wir kommen erst zu meiner Anleitung. Genau. Und zwar hatte ich euch ja in den letzten Wochen damit genervt, glaube ich. Der Hanneswetter, der war ja im Teststrick drin. Ich habe den ja gestrickt und tada, die Anleitung ist seit gestern auf Revelry zu erhalten, käuflich und bei mir im Shop auch. Und wir haben das, also ich habe das so eingestellt, dass ihr einen 15% Einstiegsrabatt oder Einführungsrabatt, wie auch immer man das betitelt, bekommt, der wird gleich abgezogen. Sprich, bei mir im Shop ist er schon und bei Revelry, wenn ihr zum Warenkorb geht, dann ist der auch mit drinne. Also praktisch 15% Einführungsrabatt. Das Foto ist von einer Teststrickerin von mir. Danke nochmal, Sigi, dass ich das zeigen darf. Und ich finde, das zeigt so richtig schön den Pullover, die Sattelschulter oben. Dann, wie gesagt, das Muster, was auf den Armen ja nur lang geht. Ansonsten ist das ja ein einfacher Uni-Pullover. Ich habe hier hinten in der letzten, also auf Seite 8, sind auch noch Fotos. Wer sich die nicht ausdruckt, der muss sich dann nur von 1 bis 7 ausdrucken. Da ist nochmal das Foto von Sigi. Dann sind meine Fotos. Dann, wie gesagt, der Pullover auch als Herrenpullover gut geeignet. Sprich, mein Mann hat ja auch einen bekommen. Und hallo Claudi, dein Foto habe ich natürlich auch mit auf die in die Anleitung reingenommen, damit ihr mal sehen könnt, dass man den auch unterschiedlich mit unterschiedlichsten Garnen stricken kann. Claudi hat sich für einen bunten Pullover entschieden. Und ja, wie gesagt, ihr könnt da eure Garne wählen. Ich habe zwei Sachen drin. Ich habe sogar
Also ich habe es ja gestrickt. Also empfohlenes Garn ist die Astrid von Jäber. Die hatte ich ja genommen. Die hat 525 Meter auf 50 Gramm, also die Kehstärke. Und dann habe ich ein paar Alternativen von meinen Teststrickern drinne. Und zwar die Tygwult von Geilsk. Die hat 115 Meter. Das ist diese Wolle, die die Sigi genommen hat. Dann die Soft Tweed von Drops. 130 Meter auf 50 Gramm geht auch. Die wurde genommen. Sechsfach Sockenwolle, da sind ja auf 150 Gramm 420 Meter meistens drauf, also die funktioniert auch sehr gut. Oder von dieser Wolle Stolberg, die 100% Baumwolle, also Cotton, die hat auf 100 Gramm 212 Meter, also auch runtergerechnet passt es. Und ungefähr in der kleinsten Größe wären ungefähr 900 Meter verbraucht und in der größten 1780. Und die Größen kommen bei mir vom kleinsten Brustumfang 96 und die größte Größe hat 174 Brustumfang. Also das ist schon schön. Wie gesagt, ich habe die Anleitung so aufgebaut, zwei spaltig, damit wir ein bisschen Papier sparen. Wurde das so gedruckt, damit das dann eben, sonst wären es 11 Seiten oder so gewesen. Also hier ist so die Zeichnung drinne, da sind nochmal so die Angaben, aber das kennt ihr aus anderen Anleitungen ja genauso. Dann, wie gesagt, Maschenprobe, empfohlene Nadelstärke, was man fürs Bündchen und für den Hauptteil braucht, weil da geht man ja meistens runter, obwohl manche das auch nicht tun. Aber ich habe mir das auch so gewünscht. Natürlich kann man die Länge vom Körper dann auch dementsprechend länger machen. Also deshalb steht hier unten plus minus. Also sprich 36 cm habe ich erstmal so vorgesehen. Wer dann sagt, er möchte sie länger haben, der kann den Pullover natürlich auch länger machen. Genauso ist es dann mit den Ärmeln. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wer den Hannes-Sweater dann stricken möchte, auch auf Revelie ein Foto schickt oder sein Projekt mit dem verlinkt. Oder wenn ihr auf Instagram seid und den Pullover strickt, da gibt es den Hashtag Hannes-Sweater. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich da ein paar schöne Exemplare sehe. Wie gesagt, ein Pullover, der sowohl als eigentlich war ja unisex-mäßig der herkommt für einen Mann und auch für eine Frau oder für divers, wer auch immer den stricken möchte. Es ist wie gesagt ein Pullover mit Sattelschulter und Muster an der Seite. Und ja, wer noch mal wissen möchte, wie der aussieht, guckt ein, zwei Folgen also zurück. Ich weiß es jetzt nicht. Wir sind jetzt in der 211. Folge und ich glaube so in der 8 oder 209 oder 207 so, also schon vor ein paar Wochen. Habe ich den Sweater ja. Ich habe ihn zweimal gestrickt, einmal für mich und einmal für meinen Mann. Einmal aus der Astrid, also diese, die Kehwolle und einmal aus der Cotton, Prima Cotton Merino aus meinem Shop. Der ist ja für meinen Mann in dem schönen Grauton. Und wie gesagt, bis jetzt sind eigentlich alle damit zufrieden, die den gestrickt haben. Und ja. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn auch ihr Gefallen an diesem Design finden würdet. So, und vor dem Design ist nach dem Design. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich möchte gerne wieder was Neues machen. Ich habe mir ja meine eigene Wolle aus dem Shop. Das ist ja die Salbei-Tee mit Schuss. Kommt, naja, ein bisschen dunkler ist sie, also mehr, also bei euch kommt es ein bisschen mehr Türkis raus. Sie ist mehr so der Salbeiton. So wie mein Kleid könnt ihr euch das vorstellen. Also wenn ich die jetzt so hier hinten hinhalte,
Egal. Genau. Und da habe ich, nehme ich mir mal den Bügel, damit ich euch das zeigen kann, habe ich fleißig getüftelt und mich für einen Cardigan diesmal entschieden, den ich für euch werkle. Und das ist der Prototyp. Und zwar mit der Contiguous-Methode, also nach der Contiguous-Methode von, schreibe ich rein, so Contiguous. Ich gucke lieber nach, damit ich hier nicht falsch. Ich habe ja jetzt hier mein Handy, Susi, Suse, schlag mich tot. So, Contiguous stricken. Die Contiguous-Methode nach steht doch bestimmt hier. Susi Meyer aus Australien, genau, oder Meyers heißt sie. Genau, da gibt es nämlich wirklich. Wartet mal, ich mach mal so. Na? So ist die Methode ja aufgebaut. So ähnlich wie eine Sattelschulter, aber nicht ganz exakt wie eine Sattelschulter. Und da kann man auch Pullover und auch, wie gesagt, Cardigans stricken nach der Methode. Und ich stricke, wie gesagt, hier die Methode. Und ich habe mich dafür entschieden, ich zeige es mal am Rücken. Ein Rücken kann auch entzücken. Ich habe mich hier für ein kraus Rechtsteil oben entschieden. Dann kommt so ein Geripptes, also sprich mit ein paar Reihen rechts, also drei rechts, eine links, drei rechts. Und dann geht es nachher nur noch in glatt rechts. Also das heißt, ich stricke jetzt nur noch rechte Reihen, linke Reihen. Ja, aber ich glaube, das wird wirklich ein toller Cardigan und er wird hier vorne natürlich dann noch eine Knopfleiste bekommen und eine Blende für den Hals, Halsausschnitt, na, nicht abhauen. Die kommt dann hier oben auch noch ran. Und ja, ansonsten unten beim Abschluss werde ich sehen, da werde ich wahrscheinlich wieder so dieses kraus Rechte als Blende machen, weil die kippt dann nicht um. Finde ich relativ gut, wenn ich das oben, so wie ich es oben angefangen habe, dass ich das dann unten auch so beende. Sprich, ich mache dann natürlich nicht so einen breiten Streifen, aber vielleicht so ein, zwei und dann hier eben halt auch so ein paar, dass man so ungefähr 5 cm Bündchen hat und die dann eben halt hier so aus dem Muster. Könnte ich mir nämlich ganz gut vorstellen, dass das gut aussieht. Daran habe ich, wie gesagt, jetzt gewerkelt. Und deshalb habe ich natürlich auch an meinem anderen Pullover Colorwork nicht großartig weiter gestrickt, sondern nur ein kleines bisschen. Aber das macht ja auch nichts. Ja, man soll ja stricken. Oder man strickt ja daran, woran man gerade Spaß hat und worauf man Lust hat. Und ich hatte Lust, mal die Wolle zu verstricken. Das ist ja die Sport. Und weil ihr die ja so gerne kauft, die Salbei-Tee mit Schuss, die gibt es ja auf allen Qualitäten. Im Shop ist sie, glaube ich, im Moment als Auftragsfärbung auf allen drauf, auf Decay, auf Pure, auf der Deich Basic, in Vierfach, in Sechsfach, auf das Board. Ihr könnt die, wie gesagt, nachordern, dann färbe ich die relativ fix. Das Rezept ist jetzt, da brauche ich nicht mal ins Rezeptbuch gucken, da weiß ich, wie es geht. Und ja, demzufolge habe ich mir da auch mal erlaubt, die zu verstricken.
Und ich glaube, das wird ein schöner Cardigan, der passt dann super. Eine schöne weiße Bluse oder ein weißes T-Shirt drunter und eine schöne Jeans, da passt der farblich super. Das ist so ein Farbton, der zu vielen kombinierbar ist, selbst zu Kleidern, wie mein Salbei-Kleid, was ich jetzt anhabe, da passt der dann auch super zu. So, und dann habe ich natürlich noch was angestrickt, weil mich das gereizt hat. Ich habe ja vor 14 Tagen das Strickwochenende gehabt und da habe ich dann die ganze Wolle wieder zurückgeräumt, in die Regale geräumt und da ist mir doch ein Knäuel in die Hand gefallen, weil wir hatten ja so viele die Holzgarne mal anfassen wollten und so weiter. Und von Holz gibt es ja auch so ein richtig schönes flauschiges Alpaka, Merino und Poly ist drinne. Ich zeig's euch mal. Das ist die Zilo von Holz und das ist wirklich so ein richtiger schöner weicher Fluff. 125 Meter auf 50 Gramm. Also kommt in so einem. Ach, das ist so kuschelig weich. Und da musste ich unbedingt was anstricken. Und ich habe schon fleißig gestrickt. Also man sieht, naja, okay. Doch, man sieht schon, dass weniger ist. Und das, wie gesagt, da stricke ich gerade einen Schleifenloop. So. Und zwar zeige ich euch erstmal das Strickbild. Und das ist wirklich so toll. Zwei rechts, zwei links. Und wie gesagt, so ein bisschen die Härchen sind ja zu sehen. Stricken oder gestrickt. Ich tue nicht, sondern ich stricke mit einer 6,0 einfädig. Die kann man auch zweifädig, dreifädig verstricken. Dann ist es ein richtiges dickes Garn. Dann nimmt man dann aber 7er und 8er Nadeln. Circa 18 Maschen auf 10 cm ist vom Hersteller angegeben. Ich habe jetzt hier laut Anleitung, ich zeige euch die Anleitung gleich. Das sind jetzt schon mal 20 cm und das sind 42 Maschen in der Breite. Wenn man den so auseinanderziehen würde, dann wären, ist logisch, so ein Rippenmuster zieht sich ja zusammen. Aber guckt mal das Maschenbild 1a, oder? Also da weiß ich hundertprozentig, da wären noch ein, zwei, drei Slipover. Ich habe verschiedene in der Pipeline, nicht nur den Suchtlappen. Ich will den Amy Slipover noch stricken und von Pitty Knit gibt es noch welche. Also da sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Ich muss mich bloß beeilen, weil hier sind bloß nur 20% drauf. Und ich gehe jetzt mal in den Knit-Kompen rein, um euch zu zeigen. Das habe ich nämlich ange. So sieht der Schleifenloop nachher aus. Also praktisch, wir stricken, müsst ihr euch vorstellen. Das ist eine kostenlose Anleitung. Ich zeige euch die gleich nochmal auf Revelry und wir stricken, wartet mal so, einen Schal von ungefähr 75 cm Länge und ich habe ja wie gesagt 42 Maschen angeschlagen, so wie es in der Anleitung drin ist und der wird nachher so gefalten, wie, kennt ihr noch so eine Ponchos, die so als Rechteck und die man so übereinander klappt und genau so wird das dann auch gefalten und dann hat man so einen Loop, den man einfach bloß so rüberzieht und dann braucht man vorne nichts mehr rumzuppeln und machen und tun. Also ich finde diese Art von Loop total genial und da gibt es natürlich dann ganz verschiedene, also jetzt noch mal ganz kurz, von wem die Anleitung ist. Nun mach mal bitte hin, Schleifenloop.
von Imke von Natusius. Düsseldorf. Pettern. Ich gucke mal, ob ich bei Reveli. Da habe ich doch den schon als Projekt angelegt. Genau, hier habe ich ihn angelegt. Hier. Ups. Das ist mein Schleifenloop. Und da steht die Designerin. Also wer gerne möchte, der kann bei mir da auf die Seite gehen und da werdet ihr dieses dann sehen. Ich kann ja mal. Nee, bei mir ist er in der Library drinne. Da muss ich nicht hin. Aber das Original. So. Ups, wartet. Ich muss immer erst gucken, wie ich das zeige, dass ihr das auch lesen könnt. Also der Tri-Loop heißt der hier. Tri. Das ist der Loop. Und da seht ihr die Fotos. Und da gibt es auch schon wie viel Projekte von. Fünf Projekte wurden davon schon gestrickt. Also ich bin die fünfte. Hier wurde schon mal einer in so einem Rot oder Pink, aber ist eher so ein Rotton. Genau. Also wie gesagt, ein sehr toller Pullover und Pullover sage ich schon. Loop. Und der wird wirklich gut. Kann ich nicht anders sagen. Vor allem, weil ich mag sowas. Da muss ich nicht zuppeln. Den schmeiße ich mir bloß über. Und dann ist die Sache sozusagen erledigt. Genau. So. Gibt es bei mir ja die Wolle. Und da gibt es auch wahnsinnig viele Farben von. Und ich habe etliche davon auch im Shop drin als Pre-Order und auch vorrätig. Also ich stricke gerade mit der, die heißt Granny. Das ist die Oma. Das ist so dieser ganz zarte Grauton. Es gibt aber ein richtig schönes Aschegrau. Es gibt auch ein ganz schönes dunkles Blau. Lila. Es gibt auch ein ganz tolles Grün, finde ich. Auch so ein Thielgrün und natürlich so ein Bronzeton und so ein Rostton. Also da kann man wirklich echt, also ich werde mir wahrscheinlich wieder mal aus der Farbe, die werde ich ordern, ein Polunder arbeiten und dann würde ich, glaube ich, auf das Dunkelblau und eventuell dieses schöne Grün. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Aber so eine Slipover davon stricken, weil die wirklich zack, bumm, übergeschüsselt. Die kann man über eine Bluse ziehen, wie gesagt. Die kann man über ein T-Shirt ziehen. Ja, und das macht so einen Spaß. Und das ist wirklich ein Flausch, ein unsagbar toll. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. So, und dann habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit zu sagen. Also Mädels von der Klapsbande, Projekt Schlüppi läuft. Also, wie gesagt, wir haben uns da nämlich was ausgedacht. Wir wollen stricken und jeder sucht sich da eine Farbe aus. Dieses Modell für den Winter zum Drunterziehen. Ich finde es zum Beispiel gut, gerade wenn man auf dem Weihnachtsmarkt steht oder je nachdem. Also, ich freue mich auf unser gemeinsames Schlüppi-Projekt, Mädels. Und genau, grüße euch hiermit. Und wir werden alles auskaspern, wie wer welche Farbe und alles Mögliche braucht. So, wie spät haben wir es? Halb. Okay, dann komme ich nur noch zur Buchvorstellung und ich stelle, also ich habe zwei Bücher
zugeschickt bekommen vom Stiebner Verlag. Und eins werde ich euch jetzt vorstellen und das andere machen wir in der nächsten Woche. Die beiden Bücher habe ich mir ausgesucht. Und das ist ein ganz tolles Buch, weil, wie gesagt, das um die Passform geht. Und das ist mehr so eine, wie so ein Nachschlagewerk. Da kann man sich seine ganzen, zum Beispiel, ich schlag nur mal auf, das werden wir ja nächste Woche machen, die verschiedenen Ärmelformen. Und hier ist alles Mögliche drin. Das ist von Claudia Eisenkolb. Das Buch kostet 28 Euro im Stiebner Verlag und ist wirklich, ja, perfekte Passform statt Standardgröße. Und hier ist mal so die Truppe drauf und da ist wirklich von allem was bei. Große Größe, kleine Größe und so weiter. Alle Modelle in 9 Größen bis Brustumfang 163. Und das ist, möchte schon was heißen. Hier sind mal so ein paar Fotos. Also das mache ich nächste Woche mit euch. Und ja, wen es interessiert, der schaltet nächste Woche wieder ein. Und heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit Shetland, also Schottland und Schweden. Und da gibt es einige Sachen. Das ist ein richtiges tolles Buch, wenn man, erstens sind 20 Strickmodelle drin. Viele Pullover, viele Socken, Loops, Fäustlinge, Tücher, alles querbeet. Aber wie gesagt, geordnet nach den einzelnen Inseln. Eine Strickreise ist das ja zu den Inseln Schottlands und Schweden. Und hier ist das Inhaltsverzeichnis, da seht ihr dann mal so die Inseln, die auch beschrieben sind drin. Also man lernt auch ein bisschen was über die Gegend. Es ist nicht nur ein reines Strickbuch. Und die Erika Aberg, die hat natürlich auch, ein tolles Vorwort, wie die Landschaft sie inspiriert hat. Dann ist drinne wichtige Abkürzungen, die man wissen muss. Hier sieht man zum Beispiel schon mal so zwei so eine Loops und ein paar Handstulpen. Genau, dann sind Techniken drinne beschrieben. Dann sind drinne die verschiedensten Wollen, also finnisches Schaf, die ganzen Schafrassen, Herbridian-Schaf, Shetland-Schaf, Gotland-Schaf, Merino-Schaf und so weiter, also die unterschiedlichsten. Und dann geht's schon los, dann sind dann eben halt so die Inseln, die bereist werden, und anfängt es ja mit den äußeren Hybriden. Ja, und das, die gehören ja zu Großbritannien, zum Landesteil Schottland. Wie gesagt, ein bisschen was Informatives. Das finde ich nämlich auch toll. Und dann geht es schon los mit dem ersten Loop. Hier ist auch nochmal ein Foto. Und was da schön ist, wir haben Hebemaschenmuster drinne, wir haben Vereil mit drinne, wir haben Les mit drinne, also die unterschiedlichsten Techniken. Ja, hier ist nochmal so ein, also die, so die ziehen sich so durch alles durch, so diese Fotos. Dann haben wir Handstulpen drin, genau, die passend denn so ein bisschen zu dem Loop sind. Handstulpen stricken geht ja immer. Ich sag nur 50 Stück, ne? Wir sind jetzt bei 8. 8 oder so. Also ich habe ja noch den Oktober und den ganzen November Zeit. Klar habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr an was anderem gearbeitet. Sprich, ich muss wieder ein paar neue machen. Dann haben wir einen richtig schönen Raglan-Pullover drinne. Der sieht auch sehr
sehr, sehr, sehr toll aus mit einem offenen Seitenschlitz. Und der ist, wie gesagt, bis 3XL von Größe S an. Also finde ich schon nicht schlecht. Strümpfe. Aber da sind noch andere Strümpfe drin. Genau hier hinten. Dann haben wir wieder noch ein Pullunder. Also wie gesagt, Pullunder oder Slipover gibt es ja dieses Jahr en masse. Pullover. Das ist wieder so ein Hebemaschenmuster. Auch ein sehr hübscher Pullover, wie ich finde. Auch wieder bis 3XL. Dazu natürlich auch der passende Loop wieder. Das geht immer alles so ein bisschen nahtlos über. Was ich toll finde, sind zum Beispiel hier die Strümpfe. Das sind mal wirklich richtig bis oben hin Strümpfe. Und das Besondere an den Strümpfen, ich zeige euch mal hier so ein kleines Bild. Guckt mal, die haben da hinten so eine angedeutete Naht. Also finde ich auch ganz toll. Na, und dann mal so zwischendurch wieder so ein tolles Bild. Ach, ich freue mich schon, wenn dann hier oben wieder die Zeit losgeht, der Fernseher, ein leckerer Kakao oder ein Kaffee und man sitzt hier und strickt und guckt sich irgendwelche Bücher an. Ich freue mich schon auf die dunkle Jahreszeit. Ich mag das. Also den Herbst und den Winter liebe ich. Dann haben wir sowas. Na, jetzt sind wir nämlich schon, wo sind wir jetzt, auf welcher Insel? Shetland. Jetzt sind wir auf den Shetland-Inseln angekommen und das ist natürlich direkt ein Colorwork-Pullover und das ist so eine Art Schrack im Lesmuster, den man so überschüsseln kann. Hier ist nämlich der Pullover. Und jetzt kann ich sowas ja auch. No. Da ist die Schrägschrift für den Hauptteil, für die Armenden und für den Hals extra. Ja, rechte, linke Maschen. Fünf Farben, also eine Hauptfarbe und fünf Nebenfarben. Die Größe ist wieder die gleiche. Hier ist nochmal so ein Bild von oben der Passe und dann unten an den Ärmeln haben wir auch nochmal so ein bisschen. Das muss damit aufgegriffen. Dann haben wir ein paar schöne Fäustlinge mit drin. Obwohl in unseren Breitengraden, finde ich, braucht man keine Fäustlinge unbedingt. Da reichen, also mir reichen auf alle Fälle immer Handstulpen. Dann kommt dieser Spitzenschrack, der so ein bisschen Lesmuster und das erinnert mich so ein bisschen ans Pfauenmuster. Hier ist er nochmal so zum Drüberziehen. Ist aber auch ein sehr hübsches Muster. Wird gestrickt mit Shetland-Wolle 344 Meter auf 100 Gramm und man braucht kein ganzes Knäuel. Maschenprobe sollten mit 4er Nadel 19 Maschen und 24 Runden im Muster, das ist ja auch mal ein Unterschied, Muster oder glatt rechts. Und im Muster sollten die dann 10 cm ergeben. Genau. Dann haben wir hier auch mal was für Wollreste. Ein Kaffeewärmer. Ja, auch mal was anderes. Dann kommen wir zu den Gotlandinseln. Und da haben wir diesen Pullover Strain Body. Der sieht auch sehr hübsch aus. Und der wird, glaube ich, mit Hebemaschen. Genau, der wird mit Hebemaschen gestrickt. Hier ist nochmal so ein Foto. Und den kann ich mir auch gut mit dem Holzgarn vorstellen. Dann haben wir eine Strickjacke drin. Ja, die sind meistens alle bloß bis zur Taille.
Wer, aber wie gesagt, Strickjacken kann man genauso wie Pullover auch seiner Vorliebe anpassen. Dann, das finde ich zum Beispiel ganz toll, und da werde ich mir auch noch mal welche stricken, weil ich habe Schwierigkeiten, stramme Waden, sprich Stiefel zu bekommen. Und mir reichen auch so eine Schnürboots oder welche mit Reißverschluss, und dann gucken oben so diese Socken raus. Das finde ich nämlich ganz toll. Und da werde ich auch noch mal mir welche machen. Und die werden auch mit Hebemaschenmuster gestrickt. Und dann haben wir noch mal so ein richtiges bisschen so ein Lestuch. Darf ja auch nirgends fehlen. Und noch ein Pullover. Und zwar der letzte auf unserer Reise. Und der wird auch wieder aus so einer, naja, 220 Meter auf 100 Gramm. Und das ist hier von Tankofta. Die Firma sagt mir nichts, aber es sind alles so diese schwedisch-nordischen, also skandinavischen, sagen wir mal so, Wollarten, Strickegarn. Genau. Und da braucht man auch wieder mit dem Hebemaschenmuster eine Maschenprobe, 21 Maschen, 28 Runden. Und der Pullover wird aber von unten nach oben gestrickt. Aber guckt mal, so ein richtig schöner für draußen. Sind doch wieder richtig tolle Fotos. So, ja, hier ist nochmal ein richtig schönes großes Bild. Den finde ich nämlich auch toll, den Pullover. In so Grau und in so einem Schwarz. Genau. Und hier sitzt nochmal die Erika, ist das. Und strickt gemütlich, hat einen Loop um, hat den Pullover an und strickt da unten an so einem schönen Tuch. Und was kann es Schöneres geben, als unserem Hobby nachzugehen? Und dann wird ein bisschen was über die Garne praktisch erzählt, die verschiedenen, die hier so mit drinne sind. Eins, ja, Tankofta, seit 2013 färbt Lotta Blom beruflich auf ihrem Hof in Rommelanda, nördlich von Kukelf. Sie färbt mit Säurefarben auf ihrer Lieblingswolle von hoher Qualität. Genau. Und sie hat ein, ja. Von den Qualitäten in Lottas Laden habe ich einen dünnen, einfädigen Tweed aus Merino ausgewählt und zwei Qualitäten, die Lotta selbst fährt. Also dieses Soft Donegal Tweed, 380 Meter auf 100 Gramm hat sie hier genommen. So, und damit sind wir schon durch. Also dieses Buch ist wirklich erstens, so ist besser. Schöne Modelle. Ein bisschen was Wissenswertes über die ganzen Inseln. Also 20 Projekte sind drin, kostet 26 Euro im Stiebner Verlag. Und ja, für alle, die so ein bisschen diese nordische Mode mögen und auch die etwas robustere Wolle. Wie gesagt, hier hinten sind auch die Wollen drinne, von welcher Firma, wo man die beziehen kann. Alles im Buch mit drin enthalten. Für mich ist es echt eine Kaufempfehlung, ein Hardcover-Buch. Und ja, ich werde das ein oder andere auf alle Fälle draus stricken. Das steht schon mal fest. So, und jetzt bin ich durch. Wie spät haben wir's? Eine Dreiviertelstunde. Ist ja nicht so schlimm. Ich will ja sowieso ein bisschen versuchen, mit meinen Videos unter eine Stunde immer zu kommen. Am Sonntag gibt es wieder den Livestream und ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere dann zuschaut. Und ja. Ansonsten haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges? Nee. Nur.
Meine Anleitung. Ach, ich freue mich. Und sie wohnen auch schon im Shop und auch auf Reveille runtergeladen. Also, wie gesagt, ein schöner, schlichter Pullover, einfach glatt rechts und dann eben halt ein schönes, ganz einfaches, naja, ein Zopfmuster in dem Sinne, es werden nur zwei Maschen immer miteinander vertauscht und da braucht man keine Zopfnadel für und das Muster hat man ganz schnell drin. Und jetzt die Strickjacke, die hat erstmal was anderes. Und dann werde ich vielleicht aus dem gleichen, wie ich den Hannes-Sweater gemacht habe, so in die Richtung auch nochmal eine Jacke machen. Aber erstmal, wie gesagt, ist der Hannes-Sweater draußen. Und ich habe den Mädels in der Teststrickgruppe schon ein Foto geschickt und sie freuen sich schon, wenn sie, also bei wem es klappt. Also wie gesagt, Teststricker sind gerne gesehen, wenn es so eine schönen Fotos wie bei Sigi zum Beispiel gibt oder so. Denn von Fotos lebt ja der Designer. Also wie gesagt, ein ordentliches, schönes Foto und nicht irgendwo auf der Wäscheleine der Pullover bloß. Das wäre natürlich bombastisch. Da würdet ihr uns als Designer natürlich sehr helfen. Und ja, wer gerne noch möchte, gerade so die kleineren Größen, und es zeitlich dann passt, der kann sich dann gerne bei mir als Tester denn melden. Und ich nehme eure Daten mit auf, auch größemäßig, was ihr so strickt, welche Strickerfahrung ihr habt. Und wenn es sich ergibt und ihr sagt, ja, der eine hat nur Tücher gestrickt oder nur Socken gestrickt, der möchte dann halt nicht beim Pullover mit als Teststricker. Für den haben wir dann eben halt mal ein anderes Projekt zum Testen. Gibt es auch auf alle Fälle, denn ich habe noch zwei Tücher, die noch fertig gestrickt werden müssen, wo ich die Anleitung noch schreibe. Ja, also für jeden wird was dabei sein. Und ja, der ein oder andere hat zeitlich ja manchmal auch gar keine, passt es nicht rein, hat selber irgendwie viel um die Ohren oder so. Und wir Teststricker sind halt irgendwo an eine Zeit gebunden. Also bei uns muss so ein Teststrick in 4 bis 6 Wochen durch sein. Wenn ihr so einen Pullover-Test stricken möchtet, müsst ihr wissen, dass ihr so 4 bis 6 Wochen Zeit habt. Und wie gesagt, ja. Aber der ein oder andere hat ja die Lust. So, wir sehen uns am Sonntag und ich mache mich jetzt auf und werde unten das Video bearbeiten. Und jetzt, ja, sage ich nur noch Tschüssikowski und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.